Mein Text heißt Alles, was keinen Grund hat, ist eine bodenlose Frechheit. Da geht die Tür auf. Da geht einfach die Tür auf. Da entsteht doch Zug. Ich merke es schon und morgen habe ich wieder Bronchitis und Rheuma. Mit Rheuma kann ich mich nicht mehr bücken und ohne Bücken kann ich nicht aufräumen. Wer macht denn so beschissene Türen? Es ist doch nicht zu viel verlangt von einer Türe, dass sie zu bleibt. Genau deswegen hat man doch Türen. Man hat eine Türe, damit endlich mal zu ist. Ein Haus oder ein Zimmer oder was auch immer, aber zu. Dann entsteht nämlich auch kein krankmachender Zug. Wegen so eines Zuges sind schon viele umgezogen oder umgekommen. Und warum? Weil es anscheinend nicht möglich ist, eine Türe zu bauen, die zu bleibt. Da stellt sich einem doch die Frage, in was für einer Welt wir eigentlich leben. Wir bauen Raumschiffe für den Mond, Raketen für die Autobahn, Atomkraftwerke als Ziel potenzieller terroristischer Anschläge und dergleichen, sind aber vollkommen unfähig, wenn es heißt, aus einer beschissenen Kiefer oder Fichte eine Türe zu bauen, die zu bleibt. Am Ende muss ich noch aufstehen von meinem Schreibtisch, von den Aufgaben, die ich zu erledigen habe, um diese Sperrangel weiter